Er ist irgendwo im Betrieb. Wenn er zurückkommt, sage ich es ihm gleich. Danke. Frau Herz? Ja? Bitte entschuldigen Sie, wenn ich mich in Ihre Angelegenheiten mische. Aber wenn Sie geschäftliche oder private Sorgen haben... Ich verstehe nicht. Was meinen Sie denn? Na, Sie haben doch Sorgen, Frau Herz. Das sieht man Ihnen doch an. Wirklich? Und sieht mir es an? Sicher. Schon die ganze Zeit. Bitte, ich will wirklich nicht zudringlich sein. Das weiß ich, ja. Ich habe nicht gedacht, dass man hier im Geschäft... Chef hat nie etwas gesagt. Ach Gott, das ist ein Mann, der merkt doch sowas überhaupt gar nicht. Besonders der Alte. Will niemanden damit belasten. Ich muss allein damit fertig werden. Aber wahrscheinlich wäre es leicht... Aber ich verstehe nicht, wieso Sie. Wir kennen uns schon so lange, Frau Herz, als Kolleginnen. Und so von Frau zu Frau... Mein Gott, Sie sind ja noch so jung. Auch kein Teenager mehr. Es wäre wahrscheinlich leichter, wenn man... Guten Morgen, Frau Herz. Gibt's was Besonderes oder sind Sie nur zu Besuch bei Fräulein Link? Weder noch. Ihr Herr Papa hat angerufen. Er kommt heute Vormittag, wenn überhaupt, erst sehr spät ins Büro. Er ist ins Ministerium zum Kommissionsrat Haluscher. Er hat gesagt, Sie wissen. Naja, das ist der große Staatsauftrag. Ja. Außerdem ist Besuch da, Verwandtenbesuch. Weil, das ist schlecht. Aber nur vorübergehend. Sie fahren heute gleich weiter. Ah, das ist gut. Ja. Wer sind denn die Verwandten, die da... Hat einer das gesagt? Moment, ich glaube, Tante Claire und Onkel... Erwin. Ja. Bin ich froh, dass ich nicht zu Hause war, wie die gekommen sind. Ja, Papa hat auch nicht sehr begeistert am Telefon geklungen. Das glaube ich. Erstens halten Sie ihm auf, die lieben Verwandten. Zweitens sind Sie langweilig. Und da Sie auch noch drittens arme Verwandte sind, wird das seine Begeisterung nicht besonders heben. 200 Schillinge verlangt dieser sogenannte Arzt für eine Visite. Was sagst du? Naja, ich weiß nicht, ist das viel? Für dich nicht. Du bist ein reicher Mann. Aber ich bin doch kein reicher Mann. Er ist nicht reich, Erwin. Hast du gehört? Wenn einer reich ist, dann bist es doch du. Außerdem ist es keine Schande, reich zu sein. Natürlich ist es keine Schande, reich zu sein. Genauso wenig, wie es eine Schande ist, arm zu sein. Und wenn ein Arzt 200 Schilling verlangt... Das ist eine Schande. Was hat er denn dafür geleistet? Er hat dem armen Erwin verordnet, dass er nach Montebellini zur Kur fährt. Dir auch? Ich meine, wenn du doch da bist und wenn du mitfährst. Ich kann doch den armen Erwin nicht allein lassen auf seinen schweren Weg. Er wäre doch ohne mich verloren, der arme Erwin. Nicht wahr, Erwin? Ja, Schatzi. Ich meine, wenn hier in der Großstadt ein Arzt für eine Visite 200 Schillinge verlangt, so ist das auch unverschämt, aber irgendwie verständlich. Aber bei uns in dem gottverlassenen Nest, das Waldviertel ist ja... Wir haben nur eine Bahnverbindung am Vormittag und müssen 5 Stunden warten, bis es weitergeht nach Italien. Deswegen sind wir auch hergekommen. Man kann es dem armen Erwin wirklich nicht zumuten, dass er stundenlang auf einen zugigen Bahnhof wartet in seinem Zustand. Was heißt in seinem Zustand? Er macht mir gar keinen so einen schlechten Eindruck, der arme Erwin. Zerknittert, ein bisschen zerknittert ist er halt, aber das war er ja seit jeher. Ne? Zerknittert? Wieso zerknittert? Er meint im Gesicht. Na ja, freilich, was anderes kenne ich ja nicht von ihm. Nicht? Und die Farbe? Ja, gelb. Ein bisschen gelb ist er halt, nicht wahr? Oder nicht? Gelb? Er ist gelb? Na, nicht wie eine Zitrone, so kaisergelb halt. Nicht? Kann ich euch was anbieten? Warum nicht? Eine kleine Erfrischung kann man selbst seinen Verwandten anbieten. Nicht wahr, Erwin? Ja, Schatze. Mich müsst ihr entschuldigen, ich habe eine Verabredung im Wirtschaftsministerium. Aber ich werde schon dafür sorgen, dass ihr... Frau Faber, einen Moment bitte. Was soll es denn sein? Ein Wein, ein Bier, ein Schnaps? Um Gottes Willen, das darf doch der arme Erwin alles gar nicht trinken. Höchstens ein Glas saure Milch und einen Zwieback, nicht wahr, Erwin? Ja, Schatze. Das haben wir ja alles nicht im Haus. Das habe ich gewusst, dass ihr das nicht im Haus haben werdet, was wir haben wollen. Und ich habe gewusst, dass ihr das haben wollt, was wir nicht im Haus haben werden. Aber sie wird schon etwas finden, die arme Frau Faber. Auf Wiedersehen. Ich trage dem Staat gegenüber die Verantwortung. Mehr noch als der Herr Minister. Minister kommen und gehen, der Staat aber bleibt. Und Sie auch. Ja, bitte, ich kann nichts anderes sagen, als dass meine Firma durchaus in der Lage ist, den Auftrag zu erfüllen. Ihre Seriosität steht außer Zweifel, Herr Direktor. Ich bin kein Direktor, ich bin der Inhaber meiner Firma. Das heißt, mein Sohn ist natürlich völlig gleichberechtigt. Weiß ich. Ich hätte es allerdings sehr gerne gesehen, wenn Ihr geschätzter Herr Sohn heute auch hergekommen wäre. Ja, ich habe diesen Besuch nur als präliminär aufgefasst. Und nachdem Sie gesagt haben, Sie wollen auf jeden Fall unseren Betrieb besichtigen... Will ich. Ich muss mir die Möglichkeiten an Ort und Stelle ansehen. Wann wäre Ihnen denn mein Besuch recht? Wann es Ihnen passt, morgen? Sehr gut, ausgezeichnet, morgen. Sagen wir um 11 Uhr Vormittag? Gut. Wir können dann gemeinsam irgendwo gut Mittagessen? Nein, ich nehme aus prinzipiellen Gründen keinerlei Einladungen an. Pardon,
Ich habe nur gedacht... Ich lebe sehr zurückgezogen und habe nur Interesse für meine Tätigkeit und in meiner privaten Sphäre für karitative und theosophisch-philosophische Betätigungen. Außerdem lebe ich sehr spartanisch, ich esse sehr wenig, trinke überhaupt nichts und habe in meinem Leben noch nie geraucht. Ich verstehe, Sie wollen 100 Jahre alt werden. Ja, der Herr Haslinger lässt den Herrn Kommissionsrat bitten. Es hat sich zu allem Überfluss auch noch unsere Tante Selma angesagt. Das ist die Erbtante der Familie. Wo ist denn mein Sohn? Wahrscheinlich drüben in seinem Büro. Er soll nicht drüben in seinem Büro sein, sondern da bist du ja endlich. Was ist denn? Na, der Kommissionsrat Haluscher kommt jede Sekunde und du ja, no, das ist ja nicht der liebe Gott. Liebe Gott ist er nicht, aber er soll sehr gute Beziehungen zu ihm haben. Er hat etwas gesagt von theosophisch-philosophischem Hobby. Oh ja, das habe ich gern. Oh, mein verehrter Herr Kommissionsrat, darf ich bekannt machen, das ist Herr Gutmann, unser finanzieller Leiter, Frau Herz, meine rechte Hand, und das bitte ist mein Sohn. Wollen wir gleich Platz nehmen? Moment, vielleicht wollen Sie zuerst unseren Betrieb besichtigen? Ich weiß nicht, ob das vielleicht überhaupt nötig sein wird. Ich meine, wenn wir vielleicht sowieso zu keinem günstigen Resultat kommen. Ja, aber ich hoffe doch sehr. Hm? Das bleibt Ihnen unbenommen. Man soll immer hoffen, selbst in der hoffnungslosesten Situation. Hoffnung ist in jedem Fall erfreulicher als Pessimismus. Ja. Für Pessimismus, da haben wir einen Spezialisten, unseren Herrn Gutmann. Bitte, wie Sie wissen, bin ich bezüglich dieses Staatsauftrages nicht pessimistisch. Ach nein? Ach so. Ja. Ja. Ja, das meine ich auch. Ja, soll ich bitte vielleicht einen Kaffee besorgen? Für mich nicht. Ich trinke nur Milch oder Mineralwasser. Wie die Tante Claire. Wie bitte? Eine besonders liebe Verwandte von uns. Also, Frau Herz, Milch und Mineralwasser für den Kommissionsrat, für mich ein Kaffee und, Herr Gutmann? Kaffee, bitte. Für mich ein Cognac. Cognac? Ja, den doppelten. Bitte. Ich habe das Gefühl, ich werde ihn brauchen können. Jetzt habe ich sie endlich. Gar nichts haben Sie, junger Mann. Vor allem keine Manieren. Helfen Sie mir herunter. Zunächst begrüßt man eine Dame, wenn man sie schon anspricht. Ich habe salutiert. Salutieren können Sie Ihrem General, falls Sie einen haben. Eine Dame grüßt man mit, küsst die Hand, gnädige Frau. Oder guten Tag. Adieu. Halt, stehen bleiben. Na. Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie sind bei Rot über die Kreuzung gefahren. Na und? Wahrscheinlich habe ich es nicht gesehen. Absichtlich mache ich doch sowas bestimmt nicht. Das ist ja lebensgefährlich. Zeigen Sie mir überhaupt Ihre Papiere. Aber nur, wenn Sie mir Ihre Papiere zeigen. Die werde ich sehr genau prüfen. Ganz meinerseits. Mich interessiert, ob Sie überhaupt einen Führerschein haben. Seit 1910. Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Einer der Gründe, warum diese Zeit die gute Alte genannt wird. Ich verstehe sehr gut, meine Herren, dass Sie meine Vorgangsweise nicht sehr entzückt. Aber wie schon wiederholt erwähnt, es hängt alles mit meiner Einstellung der Moral dieser Zeit gegenüber. Pardon, wenn ich unterbreche. Ich meine, natürlich ist auch im Geschäft eine gewisse Moral begrüßenswert, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit unserem privaten Lebenswandel zu tun hat. Ich meine, wir fragen ja auch nicht nach Ihrem... Nach meinem Lebenswandel? Lieber junger Freund, das Geschäft hängt auf das Innigste mit der Moral des Privatlebens und auch... Vergehen Sie doch nicht hinter mir her! Lassen Sie mich doch in Ruhe, wenn ich Ihnen schon sage, ich zahle nicht. So, das werden wir ja sehen. Dann behalte ich mir Ihren Führerschein. Wozu? Als Reliquie? Als Andenken? Entschuldigen Sie bitte, aber die Dame... Ich bin die Cousine vom Alten und die Tante vom jungen Haslinger. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Also sagen Sie nicht immer auf mich, die Dame, in Ihrem suffisanten Ton. Entschuldigen Sie bitte, aber... Servus, Freddy. Ich stehe sofort zur Verfügung. Ich muss nur mit diesem geschaftelhuberischen Amtskabelträger da... Sie, hören Sie auf, hören Sie! Sie langsam hört auch bei mir die Rücksicht auf das weibliche Alter auf, ja? Was ist denn los hier? Wir sind mitten in einer dringenden Konferenz. Na, da hören Sie es. Sie stören. Jetzt weiß ich nicht, stören Sie Ihnen nur so oder sind Sie so? Aber nein, so kann sich ja kein Mensch stören, wie Sie sind. Vor allem zahle ich keine 500 Schilling in Ihre Amtskasse. Also das geht wirklich nicht, Tante Selma. Aber das geht nicht. Was denn? Dass du deine Tante anredest, ohne vorher zu grüßen. Ja, also Christian, was hat denn die Dame angestellt? Aber gar nichts. Was gar nichts? Bei Rotlicht sind Sie über die Kreuzung gefahren. Ist das gar nichts? Ich leugne das. Sie können es nicht beweisen. Sie haben weder Zeugen hier noch das Rotlicht. Also gut ist. Frau Herz, zweite Strafmandat. Also ich protestiere. Protestieren kannst du für dein Geld, aber nicht für uns. Weißt du, wir haben eine sehr wichtige Konferenz. Das stört mich doch nicht.
Also auf die Idee, dass du stören könntest, kommst du gar nicht. Oh nein, ich verstehe noch nichts von euren Geschäften. Die Konferenz ist praktisch zu Ende. Na siehst du, wer ist das? Das ist der Herr Kommissionsrat Haluscher vom Wirtschaftsministerium. Er ist sozusagen der Verbindungsmann. Ah, ein Verbindungsmann. Ich habe mir doch gleich gedacht, dass das eine unwichtige Konferenz ist. Es handelt sich um ein Millionengeschäft. Bei dir handelt es sich immer um Millionengeschäfte. Das hast du von deinem seligen Vater. Der hat sich auch immer betan mit unwichtigen Niemanden, ohne ihnen nahe treten zu wollen, Herr Konfusionsrat. Kommissionsrat. Ich weiß, es soll ein Witz sein. Sie kenne ich aber von früher. Sehr erfreulich. Es stimmt. Ich war ja schon beim seligen Herrn Papa vom Herrn Haslinger. Ja, ja, ja. Sie heißen Gutmann. Stimmt's? Erstaunlich, dieses Erinnerungsvermögen. Er ist mir deshalb im Gedächtnis geblieben, weil dein Vater immer gesagt hat, dieser Gutmann ist der größte Esel, der mir je untergekommen ist. Ich hoffe, das hat sich gegeben. Herr Gutmann ist mir ein großartiger Mitarbeiter. Er ist unser finanzieller Direktor. Ach so. Na, dann wundert's mich nicht. Was wundert Sie nicht? Seien Sie nicht zu neugierig. Außerdem sind es sowieso nur Gerüchte. Bums, das ist der Staatsauftrag im Eimer. Ich werde mich jetzt empfehlen. Eine Besichtigung des Betriebes erübrigt sich ja wohl. Warum denn noch einmal? Die Einblicke, die ich hier getan habe, genügen mir. Sie werden einen schriftlichen Bescheid des Ministeriums bekommen. Oje, ich meine, oje, das wird vielleicht lang dauern. Adieu, meine Herren. Guten Tag, gnädige Frau. Es war sehr interessant, Sie kennenzulernen. Sie sind ausgesprochen originell. Sie haben mich erstaunt. Wenn das eine Frechheit sein soll, Sie mich auch. Adieu, junger Mann. Ich werde Sie hinausbringen, Herr Konfusion, Herr Kommissionsrat. Also das möchte ich jetzt lesen, was der im Ministerium schreibt. Blödsinn, was denn sonst? Bitte, ich möchte mich jetzt auch empfehlen. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Wenigstens etwas. Wenn mich schon der verstorbene Herr Haslinger für einen Esel gehalten hat... Oh, das ist doch schon längst verjährt. Für mich nicht. Ich habe es heute zum ersten Mal erfahren. Was hat er denn? Nichts. Nichts. Das hat er nur tödlich beleidigt. Außerdem hast du uns ein wirkliches Millionengeschäft verpatzt. Ich meine, gar nicht zu reden von den 500 Schilling, die wir für die Strafe gezahlt haben, aber herzlich willkommen. Das ist gleich gewusst. Wir brauchen den Doppelten. Guten Abend, Herr Haslinger. Guten Abend, Frau Pfarrer. So, danke Ihnen vielmals. Was gibt's denn, Herr Gutes, zum Nachtmahl? Eingemachtes Kalbfleisch. Eingemachtes Kalbfleisch? Aber gehen Sie, das schmeckt doch wie eingeschlafene Füße. Habe ich Ihnen nicht das letzte Mal gesagt, dass ich das nicht mag? Freilich. Ich habe es auch der gnädigen Frau mitgeteilt, aber sie hat gesagt, das ist ihr egal. Sie ist hier der Gast und sie isst eingemachtes Kalbfleisch besonders gern und sie kriegt es überall in der Familie, wo sie eingeladen ist. Na, ich habe sie zwar nicht eingeladen, aber bitte schön. Ja, Gast ist Gast, ne? Weil Sie sagen, Gast ist Gast. Die Gnädige benimmt sich leider nicht wie ein Gast, sondern wie ein Haushaltungsvorstand. Sie will alles anders haben, als wir es gewohnt sind, und in alles mischt sie sich rein. Wie lange wird denn die Dame noch hier bleiben? Keine Ahnung. Vielleicht länger als ich. Guten Abend. Servus, Helmer. Guten Abend. Wo ist denn der Freddy? Der kommt heute nicht zum Nachtmahl. Was? Der kommt nicht zum Nachtmahl, wo ich hier bin? Vielleicht gerade deswegen nicht. Was? Ja, meine liebe Selma, du vergisst gelegentlich, dass der Fredi kein kleiner Bub mehr ist und dass er es hasst, wenn man ihn herumkommandiert. Na und? Willst du am Ende behaupten, ich kommandiere herum? Ja, du merkst es gar nicht. Ich merk's schon. Übrigens, wenn wir gerade davon reden, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du auf die Frau Faber ein bisschen Rücksicht nehmen würdest. Gerne. Wer ist die Frau Faber? Unsere Haushälterin, ja, du sagst immer Hallo Sie und Psst, Sie zu ihr, aber ich bitte dich um eines, liebe Selma, mach ihr keine Vorschriften. Ich mache keine Vorschriften, ich mache nur Vorschläge, aber bitte, werde ich eben keine Vorschläge mehr machen. Gut. Wenn ich es aushalte. Selma, bitte. Also, ja, ja, also schon gut, ich werde auf diese wunderbare Haushälterin jede mögliche Rücksicht nehmen. Auf dieses Weibsbild, das Blöde. Schau mich nicht so an, wie wenn du mich fressen wolltest. Hm? Bin es nicht gewöhnt, schlecht behandelt zu werden. Kein Mensch behandelt dich schlecht. Außer dir. Ich weiß, du bist sehr verwöhnt von der Familie. Aber ich hoffe, liebe Selma, du machst dir keine Illusionen über den Grund. Natürlich nicht. Es ist nicht wegen meiner Schönheit oder wegen meiner Liebenswürdigkeit, sondern weil ich die Erbtante bin. Richtig. Aber bei mir ist das anders. Weil du reich bist. Drehst du genauso dumm wie die Claire. Die Claire? Wie kommst du denn jetzt auf die Claire? Weil sie unlängst da war mit dem Erwin. Na, also du, die zwei, die sind doch noch viel unerträglicher als ich.
oder? Ja, schon. Ja, aber was dich anbelangt, liebe Selma, ich... Also red schon. Ich halte einen Puff aus. Wenn du mich unbedingt weghaben willst, aber dann... Ich will dich nicht weghaben, ich will dich auch nicht beerben. Du kannst mich nicht beerben. Du bist zu alt dazu. Wahrscheinlich werde ich dich sogar überleben. Mit dem Freddy ist das natürlich ganz etwas anderes. Ja, apropos Freddy, du. Ich finde, es wäre hoch an der Zeit, dass er heiratet. Was willst du mit dem Freddy verheiraten? Du, da war nicht ich. Der Freddy will doch nicht heiraten. Ah, ich habe schon Dutzende von Neffen verheiratet und keiner hat wollen. Ich mach das schon. Ausgeschlossen. Das hat schon meine Schwester Ricky erfolglos probiert. Die Ricky, die ist doch unintelligent. Das heißt, ich meine, für so etwas hat sie doch nicht den nötigen Verstand. Sie hat doch überhaupt keinen Verstand. Ich meine, sie hat doch überhaupt sehr wenig Verstand. Da ist sie deinem Vater nachgeraten. Okay, mein Vater war doch nicht unintelligent. Er ist doch ganz schön weit gebracht. Ja, das war das Verdienst deiner Mutter. Die ist ja auch aus meiner Familie. Die Gartner sind nämlich hochintelligent, scharfsinnig, energisch und zielbewusst. Aha. Und die Haslingers sind das nicht? Eher das Gegenteil. Es gibt natürlich Ausnahmen bei den Haslingers. Zum Beispiel dich, aber vor allem den Freddy. Aber per Saldo sind sie doch unmöglich. Nimm doch zum Beispiel die Claire, von der wir da gerade gesprochen haben. Die ist doch völlig unmöglich. Stimmt, aber das ist keine Haslinger, das ist eine Gartner. Das ist wirklich deine Cousine. Die Claire? Das gibt's nicht. Aber da war doch die Lotte, da war die Hertha, da war die Anna und da war meiner Seele die Claire. Bin ich tatsächlich mit diesem grauslichen Frauenzimmer blutsverwandt? Bitte. Ich hab ja gesagt, es gibt Ausnahmen in jeder Familie. Also auch bei den Haseliern. Aber apropos Freddy, du, ich kenne eine Menge heiratsfähiger junger Mädels aus guten, vor allem wohlhabenden Familien, die für den Freddy in Frage kämen. Aber wenn ich dir sage... Ich habe ein paar aufgeschrieben. Ja, da ist zum Beispiel die Tochter vom Hofrat Wirba. Nett, häuslich, solid. Hübsch? Eher häuslich und solid. Ihre Mutter war eine Schönheit. Sie sieht leider ihrem Vater ähnlich und der schaut aus wie ein Pavian, der Magendrücken hat. Ist so ausgeschlossen, wo der Freddy so wählerisch ist. Ach du, ich habe ja auch genug andere. Ja? Da ist zum Beispiel die Hella, die Tochter meiner Jugendfreundin Eloise. Was, die Tochter von deiner Jugendfreundin? Ja. Wie alt ist denn deine Jugendfreundin? Ja, nicht viel älter als ich. Aha, da wird das Töchterl wahrscheinlich nicht viel älter als ich sein. Geh. Und sowas willst du dem Freddy aufschwatzen? Kann man vorstellen, wie mies die ist. Nein. Das kannst du dir nicht vorstellen. Streichen wir sie. Ja, ich habe sie auch nur auf diese Liste gesetzt, weil, warum denn nur eigentlich? Ich habe auch ausdrücklich daneben geschrieben, Achtung, Ausschuss. Na, siehst du. Na, da haben wir die Richtige. Die Ulla Berger, vermögend, gebildet, intelligent, spielt Klavier besser als der Beethoven. Woher weißt du, wie der Beethoven gespielt hat? Ich weiß, wie die Ulla spielt. Besser. Freddy ist völlig unmusikalisch. Ach, die doch auch, die spielt ja nur Klavier. Ich sag, das wäre die ideale Partie. Sie hinkt ein bisschen. Glaubst du, dass das den Freddy stört? Na, was denn? Kommt ja gar nicht in Frage. Also, wenn er so wählerisch ist. Du, aber die Hella, die Tochter meiner Freundin Eloise, die ist erst 53 Jahre alt. Was? Und die soll der Freddy heiraten? Nein, du. Für dich habe ich sie ausgesucht. Deshalb habe ich dazu geschrieben, Achtung, Ausschuss. Aber das spielt doch gar keine Rolle, Freddy. Aber woher? Ich habe dem Gutmann gesagt, er soll dann später zu mir kommen, da werde ich das eben in Ruhe mit ihm besprechen. Gut ist. Was? Nein, die ist nicht da, die Tante Selma. Ja, das hat sie, ja. Ausgesucht hat sie zwei, eine für dich und eine für mich. Die für mich, die spielt besser Klavier als der Beethoven und die für dich, die hinkt schöner als der Glöckner von Notre Dame. Ja. Also, wir sehen uns zu Hause. Gute, servus. Herr Haslinger. Was ist denn? Frau Herz, schleichend da herein. Ich bin doch nicht geschlichen, was Sie immer... Sind geschlichen. Jetzt sind schon wieder angerührt. Ich weiß nicht, Sie waren immer eine Zetzen, aber seit Sie alt... Ich meine, in der letzten... Ich bin doch nicht alt geworden. Das habe ich doch nicht gesagt, das habe ich auch nicht gemeint. Aber Frau Herz,
Frau Herz, was ist denn? Weinen, das ist ja ganz was Neues. Ich hab's doch nicht böse gemeint, Frau Herz. Ne? Schauen Sie, ich bin heute auch nervös. Ich hab mich geärgert auf der Bank. Ich muss den Kredit gekündigt und mit dem Staatsauftrag ist auch nichts. Es handelt sich nicht um Sie, Herr Haslinger. Ich, verzeihen Sie, ich bin... Auch nervös, ist klar. Das ist die Hektik in dem Betrieb. Dann ist mein Sohn schuld, mit seiner Rastlosigkeit. Jetzt sind Sie aber ungerecht. Ja, absichtlich. Ich wollte, dass Sie aufhören zu weinen. Aber Hektik ist in dem Betrieb. Nicht durch ihn, bitte. Ist doch überall jetzt so. Also bitte, Herr Haslinger, was haben Sie wollen? Was ich? Gar nichts. Sie sind da hereingekommen und haben gesagt, Sie wollen was. Also was wollen Sie bitte? Ich weiß es nicht. Ich wollte Ihnen was sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Mein Gott, am Ende bin ich vielleicht wirklich schon. Aber Frau Herz, was ist denn los? Was haben Sie denn? Ist was Privates? Ja, aber ich will Sie damit nicht belasten. Aber Frau Herz, so fremd sind wir uns doch schon lange nicht mehr. Ist was mit den Kindern? Ärger. Mit meinem Mann. Er bedrückt mich. Kennen Sie Herrn Sauer? Ich kenne doch Ihren Mann, das ist doch ein sehr netter Mensch, nicht? Aber kein Casanova wie der auch. So was gibt's doch nicht, Frau Herz. Ich habe ihn gesehen mit einer sehr jungen Frauensperson. Das war optische Täuschung. Ich kenne doch meinen Mann. Na komm, setzen Sie sich da her. Und erzählen Sie mir in aller Ruhe, was eigentlich war, ne? Ich habe ihn gesehen mit einem ganz jungen Mädel. Da ist doch nichts dabei. Mich können Sie öfter mit einem ganz jungen Mädel sehen. Zum Beispiel, wenn ich mit Ihnen gehe. Ja, ist schon gut. Ich weiß, Sie wollen die ganze Sache ins Lächerliche ziehen damit. Zweimal habe ich das Bärchen gesehen. Das erste Mal von der Straßenbahn aus. Ich habe abspringen wollen. Das ist verboten. Wäre mir egal gewesen, aber es war so ein Waggon mit den pneumatischen Türen. Vorgestern habe ich Sie zum zweiten Mal gesehen. Sie sind in einem Kaffeehaus gesessen. Ich habe es ganz deutlich durchs Fenster gesehen. Zuerst habe ich hineingehen wollen, aber ich habe mich nicht getraut. Das verstehe ich nicht. Es gibt doch in solchen Fällen nur zwei Möglichkeiten, von denen jede zur Katastrophe führen kann. Das verstehe ich noch weniger. Entweder sie ist seine Geliebte, dann wäre doch alles aus. Na Blödsinn, gar nichts wäre aus. Das glaube ich eben nicht. Ich meine, jeder Mann kann doch einmal... Nein. Also schön, Ihrer kann nicht einmal. Aber was ich überhaupt nicht verstehe ist, wenn sie nicht seine Geliebte ist, was wäre das für eine Katastrophe? Ich meine, dann wäre doch alles... Fast genauso arg. Wenn mein Mann erfahrt, dass ich ihm misstraut habe, wäre doch auch alles aus. Ja, ein bisschen eine komplizierte Ehe. Aber ich will mich da nicht hineinmischen. Ich will nur nicht, dass ich mir da herumlaufen will. Ich gehe noch Fever in der Rahmsauce, gell? Ich werde mich zusammennehmen, Herr Haslinger. Ich werde Sie nicht mehr mit meinen privaten Dingen belästigen. Aber von belästigen kann gar keine Rede sein. Schauen Sie, ich will doch nur, dass meine Angestellten glücklich sind. Auch privat. Dann müssen Sie ihnen verbieten, zu heiraten. Jede Ehe hat Probleme. Ich habe halt Angst, dass meine völlig kaputt geht. Aber das glaube ich doch eben nicht. Nicht? Aber wenn es der Fall sein sollte, dann wenden sich vertrauensvoll an meinen Besuch. Die Tante Selma, die verheiratet sie sofort. Und wenn es sein muss, an einen Einarmigen, der besser Geige spielt wie der Menu hin. Brauchen Sie mich noch? Brauche Sie immer, Frau Herz. Und Ihr Mann braucht Sie auch. Nicht weinen, Frau Herz. So, da bin ich. Ja, da ist er, der Gutmann. Also ich muss sagen, er hat viele Fehler, der Gutmann, aber er weint nie. Nie. Und wie steht die Angelegenheit, Nehibar und Stenzel? Zum Weinen. Ich meine es doch nur gut mit dir. Ja, es wird dankend zur Kenntnis genommen, aber abgelehnt. Wenn ich heirate, dann suche ich mir meine Frau selber aus. Ich will aber gar nicht heiraten. Abgesehen davon habe ich im Moment andere Sorgen und Papa auch. Sorgen? Geschäftssorgen vielleicht? Ja, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich will es nicht unbedingt wissen. Nur wenn ihr pleite seid, dann... Vom Pleite ist gar keine Rede. Die Sache ist nur so, nicht? Ein Geschäft rentiert sich ja erst, wenn das investierte Kapital... Bemühe dich nicht. Geschäfte begreife ich prinzipiell nicht. Wie mein armer Gustl gestorben ist, hat er testamentarisch bestimmt, dass ich mir einen Vermögensverwalter nehme. Das habe ich auch getan. Wer ist denn das? Mein Vermögensverwalter? Ja. Ein gewisser Dr. Bucher. Ja, Dr. Hippolyt Bucher, was sagst du? Ein erwachsener Mann, der sich Hippolyt nennt. Ja, aber weshalb fragst du denn nach ihm? Ach, nur so. Sei doch nicht so schüchtern, Papa. Tante Selma ist es ja auch nicht. Was heißt das? Ja, das heißt, also, Papa meint, dass es kein Risiko ist, uns Geld zu leihen. Sag doch endlich, was du meinst. Ja, also, die Sache ist so... Nämlich, wenn ich da, das ist also so, dass... Du hast davon angefangen, also red du. Die Frage ist die, ob du uns, sagen wir so, 500 bis
600.000 leihen könntest. Ja, ohne weiteres. Wirklich? Da bin ich dir aber sehr dankbar. Wofür? Dass du uns das Geld leihst. Das tue ich nicht. Ich habe das auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich könnte es euch leihen. Ohne weiteres. Aber das würde doch der Dr. Bucher gar nicht zugeben. Übrigens, ich bin sehr froh, dass ihr mir von euren Sorgen erzählt habt. Ich weiß dann nämlich eine Möglichkeit. Du, eine meiner Freundinnen, die Gretel Nerber, du, die hat eine reizende Enkelin. Ja, also liebe Tante Selma, wenn du vielleicht wieder... Aber das ist doch nur wegen der Geldsorgen. Das Mädel ist aus einem unheimlich reichen Haus. Dazu gratuliere ich ihr, aber aus der Ferne. Ja? Du bist wirklich gut. Uns leihst du kein Geld und dir bist du ein Kuppelpelz verdienen. Also auf Wiedersehen und gute Nacht. Ich komme heute Abend nicht zum Nachtessen. Schau sie dir doch wenigstens an, Freddy. Heute Abend bin ich im Fidelity Club zum Abendessen. Und weißt du warum? Dort haben Damen keinen Zutritt. Gott sei Dank ein reiner Herrenclub. Ein Empfehlung. Siehst du? So ist er. Dick Schäckrig. Jahrelang war er nicht in diesem Fidelity Club. Aber heute, was ihm passt, geht er hin. Das ist mir nun wirklich peinlich. Warum? Wegen Freddy, aber okay. Die hat das nicht wirklich böse gemeint. Ach Gott, das wäre mir auch ganz egal. Nein, was wird die Risi jetzt von mir denken? Wer ist das, deine Freundin? Ach nein, ihre Enkelin. Sie heißt ja eigentlich Risette, aber alle Welt nennt sie Risi. Ich habe sie extra von Innsbruck kommen lassen. Was? Wegen dem Freddy? Ja, natürlich. Will man seine Familie unterstützen, man will ihr helfen. Man will ihr nämlich nicht helfen, weil es der gute, liebe Hippolyt Bucher nicht gestattet. Ach, komm, und was deine Heiratspläne anbelangt, komm, meine Liebe. Hör auf, sie stößt mich mit deinem Gewäsch beim Nachdenken. Nein, was mache ich nur mit der Risi? Ich habe ihr geschrieben, der Freddy wird sie um 6 Uhr im Grand Hotel abholen. Da wohnt sie nämlich. Na, sagst du ihr eben ab, wegen Uneinbringlichkeit des präsumtiven Bräutigams. Wie soll ich ihr absagen? Sie kommt ja erst am späten Nachmittag hier an. Und so eine Nachricht kannst du nicht durch einen Portier ausrichten lassen. Andererseits kann ich auch nicht hingehen, denn um 6 bin ich schon längst in Gumpoldskirchen. Was? Beim Heirigen? Ach, Blödsinn. Auf Besuch. Wem? Ich habe ein Patenkind. Wer ist das? Das Gretel. Die Tochter von der Frau Pilasch, die jahrzehntelang bei uns als Dienstmädchen war. Erinnerst du dich? Dunkel. Ah, blond war die Pilasch. Jetzt ist sie grau. Aber das Gretel hat geheiratet, einen Gendarmen. In Gumpoldskirchen. Und ich habe Ihnen fest versprochen, dass ich heute zu Ihnen komme. Na, sagst eben ab und fährst anders mal nach Gumpoldskirchen. Nein, das geht nicht. Die bekommt ein Baby. Wer? Das Gretel. Naja, es kann jeden Moment losgehen. Oh Gott, ich muss mich ja umziehen. Ja, aber die Risi. Ich habe ihr doch fix versprochen, dass der Freddy sie heute Abend ausführt. Dieser ekelhafte Kerl. Aber geh, die wird sich schon einen anderen finden. Rasch fertig ist die Jugend mit dem Wort. Wird sich einen anderen finden. Wie stellst du dir das vor? Was weiß ich? Ich habe ja noch nie einen anderen gesucht. Ne? Aber schau, diese Jugend ist doch weder zimperlich, noch ist sie schüchtern. Ja, in Innsbruck schon. Na, und die Risi, die ist nicht so eine so. Naja, andere sind auch nicht so eine. Ne? Schau, diese Jugend ist im Grunde genommen auch nicht anders, als wir waren. Moment, da bringst du mich auf was. Ja, ich habe einen Kavalier für das Mädel. Einen Kavalier, einen... Mann von Welt, eine Charmeur. Das sind ja drei. So ein Wundertier gibt's ja gar nicht. Wer soll denn das sein? Du. Ich. Ich? Nachdem dein Sohn mich in diese unangenehme Situation gebracht hat, bestehe ich darauf, dass du heute Punkt 6 Uhr im Grand Hotel aufkreuzt. Mit einer weißen Nelke im Knopfloch. Was, mit einer weißen Nelke? Ich bin doch nicht... Mit einer weißen Nelke im Knopfloch. Das ist das ausgemachte Erkennungszeichen. Die Risi, die wirst du leicht erkennen. Die trägt auch eine weiße Nelke in der Hand. Und außerdem hat sie eine schwarze Handtasche mit Goldbügeln. Das ist auch ausgemacht. Was soll ich denn mit so einem Jungen? Du wirst sie heute Abend ausführen. Und wirst ihr vorsichtig beibringen, dass mit dem Freddy nichts ist. Am besten du sagst ihr, dass du nicht ihr Schwiegervater wirst. Da wird sie den Freddy leicht verschmerzen. Aber gar nichts. Das Fräulein wird gleich herunterkommen. Sie lässt Sie bitten zu warten. Gut, ich werde warten. Sagen Sie mal, kann ich hier in der Halle einen Kaffee bekommen? Bedauere, der Kellner hat gerade abgerechnet, er wird abgelöst. Der Abendkellner übernimmt in 10 Minuten den Dienst, wenn Sie vielleicht bis dahin warten wollen. Gut, ich werde warten. Ja,
Das Fräulein hat gesagt, sie wird bald kommen. Mehr kann ich nicht tun. Sie müssen leider warten. Gut. Ich warte. Sie waren schon lange nicht mehr bei uns im Club, Herr Haslinger. Ja, bitte. Leider. Ich hoffe, das Essen ist immer noch so gut. Ja, der Küchenchef ist derselbe und er hat, glaube ich, noch nichts verlernt. Und ich werde dann gleich den Kellner mit der Speisekarte sehen. Ja, das eilt nicht. Und dann wäre noch etwas, ja? Ich möchte, wenn Sie nicht böse sind, der Mitgliedsbeitrag, zwei Jahresbeiträge sind noch offen. Ach so? Ja, und das erledige ich dann sofort. Danke, es sind 800 Schilling, ich schicke den Kellner dann mit der Quittung. Und guten Appetit. Danke, der ist mir vergangen. 800 Schilling für ein Nachtmahl. Nicht. Bitte? Oder sind Sie wirklich der Herr Haslinger? Ja, wenn Sie nicht die weiße Nelke im Knopfloch hätten, wäre ich ja nie auf die Idee gekommen. Sie sind das Fräulein Riese. Entschuldigen Sie, ich weiß Ihren Familiennamen nicht. Die Selma hat Ihnen... Tante Selma, no, die hat Ideen. Bitte? Sind Sie denn überhaupt frei? Ich? Ich meine, sind Sie nicht verheiratet, geschieden oder Witwer? Ja, ich bin Witwer, aber... Also doch? Ja. Ich habe natürlich einen jungen Mann erwartet. Ich wollte sagen, einen noch jüngeren, als Sie es sind. Ja, danke vielmals. Ich weiß, wie alt ich bin, aber bitte schön, hier handelt es sich um einen Irrtum. Ja, sicher, nachdem die Tante Selma Sie mir als Heiratskandidaten angekündigt hat. Ich meine, Sie haben ja selber gesagt, dass Sie sich über Ihr Alter keine Illusionen machen. Nein, da sorgt schon mein Sohn dafür. Sohn? Von einem Kind hat sie mir überhaupt nichts gesagt. Wahrscheinlich, weil das Kind schon über 30 Jahre alt ist, ja. Mein Sohn konnte nicht kommen. Wieso? Nehmen Sie Ihren Sohn zu Ihren Rendezvous mit? Nein, Sie sollten ja meinen Sohn treffen. Das war geplant von der Selma. Aber mein Sohn ist, mein Sohn hat... Er hat nicht wollen. Das kann ich ihm nachfühlen. Aber die Tante Selma... Na, Sie kennen sie ja. Ja, leider. Ja, sie hat mich an seiner Stelle hergeschickt. Sie konnte selber nicht kommen. Sie musste nach Gumpolskirchen und erwartet dort ein Kind. Das heißt, ein Patenkind von ihr erwartet ein Kind. Und es schaut aus, dass das nicht geht, wenn die Selma nicht dabei ist. <lacht> Sie können jetzt natürlich nach Hause gehen und mich hier sitzen lassen. Aber wenn Sie halbwegs ein Kavalier sind, tun Sie es nicht. Also ich bin halbwegs ein Kavalier. Ich lade Sie zum Abendessen ein ins Restaurant Premier. Ist Ihnen das recht? Ja, das ist mir sehr recht. Das ist ja ein wunderbares Lokal. Ja, also dann gehen wir. Ja, Moment, nicht so hastig, gnädiger Herr. Für so ein Lokal bin ich nicht angezogen. Ich muss mich zuerst umziehen. Dauert das lang? Keine halbe Stunde. Ich werde mich sehr beeilen. Na gut. Ja, wir warten. Kann man nicht mehr. Verzeihen Sie, Herr Haslinger. Ja, bitte. Der Speisesaal ist überfüllt, wie Sie sehen, und es ist nirgends ein Platz frei, nur dieser an Ihrem Tisch. Darf ich einen Herrn erst natürlich Klubmitglied zu Ihnen setzen? Bitte, selbstverständlich. Darf ich die Herren bekannt machen? Herr Haslinger, Herr Dr. Bucher. Sehr erfreut. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, vielmals. Sehr freundlich von Ihnen. Ich werde dann gleich den Ober mit der Speisekarte zu Ihnen schicken. Oh, danke, das halt nicht. Ja, so schnell geht's ohne Ihnen. Pardon, habe ich Ihren Namen richtig verstanden, Dr. Bucher? Ja, so heiße ich. Das ist unverfroren, wenn ich Sie nach dem Vornamen frage? Nein, nur merkwürdig. Ich meine, dass Sie ausgerechnet mein Vorname interessiert. Ja, ich habe Gründe. Sicherlich. Die Sache ist nämlich die, dass ich einen ganz ausgefallenen Vornamen habe. Mein Vater hatte einen sehr merkwürdigen Humor und hat mich Hippolyt genannt. Hippolyt? Ja, dann sind Sie es ja wirklich. Bitte, wer bin ich wirklich? Der Vermögensverwalter von meiner Tante Selma, von der Selma Haslinger. Was? Die ist Ihre Tante? Na, das ist aber... Moment bitte, ich möchte nur erst bestellen, dann können wir weiter über Ihre Tante sprechen. Also, was haben wir denn da? Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich sehr froh bin, dass nicht er gekommen ist, sondern sein Papa. So reizend wie der kann er gar nicht sein. Das wird ihm besonders freuen zu hören. Ja, also dann, gute Nacht, mein Kind.
Couper, also wirklich, ich glaube, ich könnte mich glatt in Sie verlieben, wenn Sie nur ein bisschen jünger wären. Ja, so 30, 40 Jahre. Ne? Übrigens, das beruht auf Gegenseitigkeit. Du bist ein süßes Mädchen. Was ist los? Was schauen Sie so? Das Fräulein könnte meine Enkelin sein, meine Urenkelin könnte sein. Besorgen Sie mir lieber ein Taxi. Ja? Gerne, mein Herr. Grand Hotel, bitte ein Taxi. Ja, na schön. Na, was ist? Momentan sind alle Taxis unterwegs, aber Sie schicken alle, so wie eines verfügbar ist. Na schön, werde ich warten. Was ist denn das für ein Ungetüm? Eine Dampfmaschine oder ein Perpetuum mobile? Mein Auto. Kann man damit auch ausländische Sender hören? Oje, da ist ja kein Wasser drin. Nun, Wasser ist sowieso ungesund. Die meisten Menschen sterben, weil sie zu viel Wasser trinken. Die Gefahr besteht bei Ihnen nicht. Wo kriege ich jetzt nur Wasser her? Das fragen Sie mich? Wollen Sie mich frotzeln? Ist da vielleicht in der Nähe noch irgendein Lokal offen? Gleich um die Ecke. Das Belle Nuit. Ich bin nur Stammgast. Dufte Damen, dunkle Logen, Sektzwang. Glauben Sie, dass ich dort Wasser bekomme? Sie können es ja probieren. Sie werden schon sehen, wie Sie herausfliegen. Warum denn? Ein Nachtlokal, meine Damen. No. Ein Striptease-Lokal. Und Sie wollen dort Wasser? Warum nicht? Wenn Sie dort aber Stammgast sind, könnten Sie nicht versuchen, dass Sie für mich dort Wasser bekommen? Ich? Wasser? In Belle Nuit? Wenn ich dort Wasser verlange, bringen die mich postwendend auf die psychiatrische Klinik. Auf die Psychiatrie bringen die mich. Wegen Verdacht auf Paralyse. Was ist los? Haben Sie sich verirrt, Großmama? Ich bin nicht Ihre Großmama und niemand freut sich mehr darüber als ich. Oh ja, ich? Womit kann ich dienen, Tantchen? Also, die Verwandtschaft lockert sich schon. Ich möchte um Wasser bitten. Das hätte ich mir denken können. Bitte bedienen Sie sich, unser Wasserhahn ist Tag und Nacht geöffnet. Ich brauche aber ein Gefäß für das Wasser und zwar ein größeres. Was, wollen Sie hier baden? Ich brauche das Wasser für mein Auto, ich habe kein Kühlwasser mehr. Darf ja nicht wahr sein, Sie haben ein Auto und kein Wasser? Na und? Doch besser, als wenn man Wasser hat und kein Auto. Also, kann ich irgendein Gefäß haben? Ja, wo soll ich das jetzt? Moment, da haben Sie eine Sektflasche, eine leere natürlich. Da geht genügend Wasser hinein. Gut. Ich werde natürlich das Wasser und die Bedienung bezahlen. Ja, kommen Sie nächstes Jahr gelegentlich wieder vorbei. Noch eine, Charlie? Danke.
Hallo, schöne Frau. Blöder Witz. Stehen Sie mir da nicht im Weg. Sie habe ich auch schon wo gesehen. Ja. Und das Ding auch. Wenn Sie zufällig ein paar Würstel heiß haben, geben Sie mir sie. Ja. Da, halten Sie mal. Bitte. Sekt. Das ist ja Sekt. Sie, wenn das Auto jetzt mehr als 7 Promille hat, machen Sie sich strafbar. Quatsch. Da haben Sie die Flasche zurück. Und jetzt keine Geschichten, junger Mann. Ich möchte das Wasser bezahlen. Sie, wenn ich von Ihnen Geld für Wasser nehme, werde ich aus der Innung der Barkeeper ausgeschlossen. Auf Wiedersehen und empfehlen Sie uns nicht weiter. Werde ich Ihnen was sagen, junger Mann? Ich bleibe hier. Ich habe da einen Bekannten entdeckt. Was, hier bei uns? Was? Da staunen Sie. Das ist noch gar nichts. Der wird erst staunen, wenn er mich sieht. Weil wir so brav sind. Weil wir so schlimm sind. Guten Abend, Herr Kommissionsrat. Singen Sie ruhig weiter, Sie haben eine sehr männliche Stimme. Ich bitte. Danke für die freundliche Aufforderung. Mir scheint, ich träume. Ein Albtraum, was? Wer ist die Dame, Blutzi? Deine Mama? Ach, Ärger, viel Ärger. Ich werde alles erklären. Bravo. Vor allem würde es mich interessieren, wieso Sie hier Blutzi heißen. Na, wegen seinem Blut. Er hat doch einen Eierkopf, nicht? Ja. Einen lieb, süßen Eierkopf. Einen Eierblutzer. So hat er von Anfang an geheißen. Eierblutzer. Und mit der Zeit haben wir das Ei weggelassen. Ja, ist schon gut, Fräulein. Was heißt Fräulein? Gerade war ich noch den Schnutzi-Hexi. Bitte, Schnutzi-Hexi? Ja, wo kommt denn das her? Das denkt er sich so aus, wenn er einen Sitzen hat. Ich bin der Schnutzi-Hexi, die Lia nennt der Pussy-Werbi und die Carla Hasimenschi. Bin neugierig, wie er sie nennen wird. Nicht annähernd so lieb wie euch. Ich bin zwar überzeugt, er gibt mir jetzt innerlich alle möglichen Namen. Der Blutzerkopf. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Sie da sind. Ich hingegen habe mein Staunen schon überwunden, dass Sie da sind. Einen kleinen Moment, bitte. Entschuldigung. Zuerst war ich sehr überrascht. Ja, na, die Haselings, die werden erst überrascht sein, wenn ich ihnen erzähle. Sie wollen erzählen? Na ja, dass ich sie hier getroffen habe mit der Schnutzi-Hexi und nicht nur den Haselingers. Wollen Sie mich ruinieren? Na, freilich, wenn es sein muss. Hängt nur von Ihnen ab. Wenn zum Beispiel die Haselingers den Staatsauftrag bekommen... Sie wollen mich erpressen? Ja. Herr Ober, eine Flasche Sekt. Jetzt. Geht's los. Morgen. Guten Morgen. Wieso bin ich der Erste? Ist mein Sohn noch nicht aufgestanden? Gerade vorhin erst. Er ist nämlich sehr spät nach Hause gekommen. Ach so? Hat er einen Schwips gehabt? Er nicht, aber die gnädige Frau. Was für gnädige? Was die gnädige Frau, die Tante Selma? Ja, wie sie heimgekommen ist, hat sie einen Lärm gemacht wie die Müllabfuhr. Sie hat mir gesagt, sie hat ein Baby bekommen, aber das dürfte ein Irrtum sein. Dann hat sie mich gefragt, ob ich schon einmal ein Striptease gemacht habe. Ein Striptease? Ja, sie war sehr lustig. Ich hol jetzt das Ei. Ja. Weißt du, was eine Atomspaltung ist? Ja, ungefähr. Mein Kopf. Ja. Er ist im Begriff, in Atome zu zerfallen. Aha. Hast du in Gumpolskirchen ein bisschen... Wer redet denn von Gumpolskirchen? Na, die Faber, die hat mir gesagt, dass du ihr erzählt hast, du hast gestern in Gumpolskirchen ein Baby bekommen. Ach, die muss ja völlig betrunken gewesen sein, gestern, wie ich nach Hause gekommen bin. Ja, darf ich dir was anbieten? Vielleicht ein Butterschinken, ein weiches Und Ei? Willst du mich umbringen? Die haben einen schrecklichen Sekt da in diesem Belle Nuit. Wie kommst du denn darauf? Weil ich gestern Abend dort war, das heißt heute Nacht. Was, in Benoît? Das ist doch ein Striptease-Lokal. Was hast denn du dort gemacht? Ich habe mich um einen Posten als Stripteaserin beworben, aber sie haben mich aus irgendeinem Grunde nicht genommen. Was war mit der Risi? Ach, auf die habe ich eigentlich nur gewartet. Guten Morgen. Morgen. Du stehst jetzt erst auf? Du bist doch auch erst jetzt aufgestanden. Allerdings mit weniger Lärm, als du heute Nacht beim Niederlegen gemacht hast.
Liebe Tante Selma hat die wunderschöne chinesische Vase zertrümmert. Das habe ich gar nicht bemerkt. Die Farbe hat mir auch gar nichts davon gesagt. Ja, sie wollte dich schonen. Ja, im Gegensatz zu deinem Sohn, der dir gleich zum Frühstück eine zerbrochene Vase beschert. Beschert hast du sie. Hast einen Schwips gehabt, was? Oh, lächerlich. Du hast einen gehabt. Was für einen? Im Fidelity Club bekommt man keinen Schwips. Da sind meist sehr angesehene ältere Herren, zum Beispiel der Dr. Hippolyt Bucher. Dr. Hippolyt Bucher, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Ah ja, das ist ein Vermögensverwalter. Ja, das ist leider nicht, also nicht mehr. Zwar mangels Vermögen. Sie hat es nämlich vor 20 Jahren bei der Währungsreform verloren. Gute Erbtante. Also ich muss schon sagen, Tante Selma, mir hat selten jemand so imponiert wie du. Also ich verstehe kein Wort. Ja, erklären wir es ihm oder lassen wir ihn deppisch im Dunkeln? Er war immer ein bisschen schwer von Begriff, aber du bist ein schlauer Teufel. Das hast du von meiner Familie. Ja, aber du hast beide Familien hineingelegt. Ja, was sollte ich tun? Versetz dich doch in meine Lage. Ich war einmal reich, sehr reich. Und natürlich in beiden Familien, hoch geehrt, geschätzt, verwöhnt, geliebt. Ach, die haben mich behandelt wie... Ja, wie man das eben mit deiner Erbtante tut. Ja. Und dabei ist sie gar keine. Und auf einmal war ich arm. Bettelarm. Natürlich hätte mich die Familie nie im Stich gelassen. Sie hätten die arme Tante Selma hin und her geschoben. Genau das hätte ich nicht ertragen. Und so bin ich einfach die reiche Erbtante geblieben und jeder, zu dem ich auf Besuch kam, hat mich weiter mit offenen Armen empfangen. Sogar ihr. Naja, also doch nicht wegen dem Geld. Nicht sowohl ich als auch Papa denken nicht so. Ich weiß. Drum habe ich euch ja nach Möglichkeit verschont. Ich bin sehr selten zu euch gekommen. Das heißt, ihr habt selten in meiner Lotterie mitgespielt. Was für eine Lotterie? Ich habe auf ein altes Kartenspiel auf die meisten Karten habe ich die Namen von Familienmitgliedern geschrieben. Der Treffkönig ist der Otto, die Treffdame die Tante Resi. Der Pikbube ist natürlich der Onkel Hans. Und das Pikass, die Hertha, das Aas. Und so weiter. Und wenn dann irgendein Besuch zu Ende ging von mir bei irgendjemandem, dann habe ich die Spielkarten durcheinander gemischt. Ich habe eine daraus gezogen. Und derjenige, den ich gezogen habe, der war dran. Für den Besuch der alten Dame. Damit ist es ja jetzt vorbei, leider. Wenn der Freddy das herum erzählt. Aber ich denke nicht daran und der Papa auch nicht. Nicht mehr Papa. Wir werden doch der Tante Selma nicht ihre Lotteriegewinne vermaßen. Aber im Gegenteil, ich freue mich doch an die Familie. Doch, bitte, das ist immer taktvoll, der Papsche. Ich bewundere dich, liebe Tante. Viel mehr, als wenn du das Geld noch hättest. Ich hätte lieber das Geld als deine Bewunderung. Übrigens, ich kann mich bei euch revanchieren. Aha, da ist er schon. Wer? Der Eierflutzi. Das ist ein Bekannter aus dem Belle Nuit. Belle Nuit? Bist du am Ende dort gewesen gestern? Ja, ich habe Wasser holen wollen und es ist Sekt geworden. Ja, Haslinger. Auch für euch. Oh, meine Hochkomplimente, ja, Sie, also bitte Sie, das ist aber doch, aber wenn, ja, wenn Sie, da, ja, dann. So spricht also, so er öfter. Sie, ja, danke vielmals, Sie, bitte sehr, werden wir selbstverständlich uns pünktlichst einfinden. Danke sehr, war der Kommissionsrat Haluscher. So zeitig in der Früh. Er ist eben ein Frühaufsteher. Stell dir vor, er hat gesagt, es kann gar keinen Zweifel geben, dass wir den Auftrag bekommen. Ja, er will sich für uns im Ministerium verwenden. Wir sollen möglichst noch heute zu ihm ins Amt kommen. Na, dann fahren wir gleich. Was heißt das? Du willst du nicht am Ende mit? Ich komm mit. Ich muss doch aufpassen, dass er nicht im letzten Moment noch eine Gaunerei macht, der Herr Kommissionsrat. Entschuldige mich. Ich habe es nämlich bei ihm durchgesetzt, dass ihr den Staatsauftrag bekommt. Was, du hast es durchgesetzt? Du? Allerdings haben mir die Schnutzi-Haxi und das Bussi-Baby sehr dabei geholfen. Guten Morgen, guten Morgen. Also heute ist einmal wirklich ein guter Morgen. Das freut mich. Für mich ist nämlich auch ein guter Morgen. Das freut mich. Wieso? Der Verdacht gegen meinen Mann wegen des jungen Mädels war völlig unbegründet. Na sehen Sie, ich habe mir es gleich gedacht, dass der Verdacht gegen Ihren Mann ist völlig unbegründet. Der ist doch schon lang nicht mehr
Was ich sagen wollte, wieso ist der Verdacht unbegründet? Ja. Die junge Frauensperson, mit der ich meinen Mann gesehen habe, war nämlich nicht seine Freundin, sondern die Braut meines Ältesten. Stellen Sie sich vor, der hat eine Braut, der Lauser. Wie alt ist er denn? 18, nächstes Monat wird er 19. Naja, na wegen den einen Monat wird er sich dann, ich meine, ist das wirklich was Ernstes? Ja, deshalb hat mein Mann mit der Christel geredet, so heißt das Mädel. Sie ist aus einem sehr reichen Haus. So, na zugreifen. Man kann nicht genug reiche Verwandte haben. Apropos reiche Verwandte, stellen Sie sich vor, meine Cousine Selma, die ist gar nicht, ich habe sie unterbrochen, ne? Ich weiß nicht, nein, Sie wollten doch das... Nein, also egal. Hauptsache ist, wir haben den Staatsauftrag und den haben wir. Rufen Sie gleich den Gutmann an, dass er auch davon erfährt. Dann wird der Schlag treffen. Das macht nichts. Das heißt, das geht nicht. Dazu ist keine Zeit. Sagen Sie mal, ist was Besonderes in der Post? Herr Haslinger, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Oje, bis jetzt ist alles so gut gegangen heute. Es ist kein großes Unglück. Sie haben gesagt, dass Ihre Verwandten, die nach Italien weitergefahren sind, sich Ihre Post hierher nachschicken lassen. Ja, weil Sie nicht gewusst haben, wo Sie dort wohnen werden. Heute ist ein Brief gekommen an Ihren Vetter. Den armen Erwin. Von arm kann gar keine Rede sein. Ich habe leider das Schreiben irrtümlich geöffnet. Es war von seiner Bank und das Konto, das Sie dort haben, ich meine, er und seine Gattin. Was, ein großes Konto? Ein Millionenkonto. Millionen? Über 4 Millionen. Es ist mir sehr peinlich, dass ich den Brief aufgemacht habe. Ich kann aber das Kuvert wieder so verschließen, dass niemand davon etwas merkt. Das habe ich schon öfter probiert. Probiert? Ja, ist schon gut. Probiert. Aber sowas mit seinen Verwandten erlebt man doch immer wieder Überraschungen. Jetzt ist der arme Erwin ein reicher Mann. Arm. Das geht nicht. Bei der Helga war ich heuer schon zweimal. Die kommt in den Talon. Servus, Selma, was machst denn du da? Ach so, ist das am Ende... Die Lotterie. Aha. Ich habe das feste Gefühl, dass mein Besuch hier rasant zu Ende geht. Die Gisela. Das ist grauslich. Aber was soll man tun? Es ist ein schweres Dasein, als arme, reiche Tante von einer Verwandtschaft zur anderen zu fahren. Naja, ist ja auch egal. Beglücken wir halt die Gisela. Du sag einmal, warst du eigentlich schon einmal bei der Claire und beim Erwin? Aber woher denn? Die haben doch selber nichts. Hast du eine Ahnung? Die haben über 4 Millionen auf der Bank. Das habe ich ja zufälligerweise erfahren. Das ist wahr? Ja, hundertprozentig. Ja, das sind ja Schwindler. Ja. Das ist bei euch in der Familie so üblich. Da gibt es Hochstapler und Tiefstapler. Die Claire und der Erwin. Und die habe ich nicht einmal in meiner Lotterie. Na, aber jetzt, das heißt, die haben in jedem Fall ein Freilos. Die kriegen mich in jedem Fall als Nächste. Na und, hat der Ministerialrat noch etwas gesagt? Naja, nur, dass ihm unser guter Ruf bekannt ist und dass wir ihm von seinen Fachleuten sehr empfohlen wurden. Fachleute, der Haluscher, der Heuchler. Ja, der war natürlich auch dort und hat mir gratuliert. Der hat offenbar ganz vergessen, dass ihn die Tante Selma förmlich gezwungen hat, uns zu empfehlen. Er war nur Fachmann. Ja, aber für Striptease. Guten Tag. Guten Tag. Tante Selma, was machst denn du hier? Hast du am Ende wieder eine neue Braut für mich? Ach, keine Angst. Ich komme mich nur verabschieden. Die Claire hat mir auf meinen Brief ein Telegramm geschickt. Ich soll umgehend kommen. Die Claire, ein Telegramm? Da sieht man wieder, was eine Erbtante ausmacht. Sogar die Claire gibt Geld aus. Und die wird noch viel mehr Geld für mich ausgeben. Darauf kannst du dich verlassen. Schon wieder Sie. Könnte ich auch sagen. Sie haben auf der Kreuzung einen anderen Wagen überholt. Wenn der so langsam fährt? Das ist verboten.
Außerdem haben Sie zweimal falsch geparkt und dann wäre noch eine Anzeige wegen Missachtens der Vorfahrt. Ach. Macht insgesamt 500 Schilling. Ich denke nicht daran, das zu zahlen. Außer es hat bis morgen Zeit. Nein, heute. Schade, da wäre ich nämlich schon weg gewesen. Wenn's nicht zahlen, dürfen Sie nicht fortfahren. Ach so. Na, dann ist die Sache ganz einfach. Gehen Sie noch ins Büro zum Herrn Haselinger. Ob Senior, Junior, ist ganz egal. Jeder wird Ihnen gern die 500 Schillinge zahlen. Ah, gerne. Gerne. Oder können Sie sich einen Verwandten von mir vorstellen, der nicht gern 500 Schillinge zahlt, damit er mich los wird? Das schon. Na, sehen Sie. Also, auf Wiedersehen. Nächstes Jahr. Auf unserer Kreuzung. Hoffentlich nicht.